Sie brechen doch auch manchmal das Gesetz, oder? Manchmal, da mache ich meine Sirene an und fahre richtig schnell, ohne jeden Grund. Einfach nur, weil ich's kann. Sehen Sie? Warum auch nicht? Das macht Spaß. Fühlt sich doch gut an, dafür nicht bestraft zu werden. Ja. Ah, ist schon gut, Officer. Die Menschen mögen es, mir Dinge zu erzählen. Ihre schmutzigen, düsteren Sehnsüchte, die sie mit sich rumtragen, ist eine Gabe von mir. Liegt vielleicht auch an meinem Gesicht. Wie heißt du denn? Lucifer. So wie der Teufel. Ja, genau. Mein Name ist Beatrix, aber fast alle nennen mich nur Trixie. Das ist ein Nuttenname. Was ist eine Nutte? Frag deine Mutter. Also, wieso steckst du in Schwierigkeiten? Das Mädchen da. Die hat mich geärgert. Sie hat sich auf einem falschen Snapchat-Account über mich lustig gemacht. Deswegen habe ich ihr in die Niemals-Nicht-Anfassen-Zone getreten. Oh, verstehe. Gut gemacht. Gut gemacht, wirklich. Hallo, fieses Mädchen. Wusstest du, dass es in der Hölle einen speziellen Bereich nur für Schulfieslinge gibt? Also, mach ruhig weiter. Verzeihung, wie unhöflich. Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle. Lucifer Morningstar. Ich will auf keinen Fall heute Nacht Sex mit ihm haben. Oh mein, tut mir leid, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ja, lassen Sie uns doch ehrlich sein. Sie wollen diesen menschlichen Schandfleck doch nicht heiraten, weil Sie ihn wirklich lieben. Oh Gott, nein. Nein? Also gut, ich sollte jetzt gehen. Oh, ich wünsche euch beiden alles Glück dieser Welt, huh? Lucifer! Ah, hallo, kleiner Mensch. Die gehört dir, oder? Ja, das ist Molly McDowell. Am Tag ist sie Ballerina, aber nachts Ninja-Kämpferin. Ein einfaches Ja hätte genügt. Na gut, los, schnapp sie dir. Worauf wartest du? Ist das noch zu schwer für Sie? Du bist witzig. Linda, Schätzchen, warum verraten Sie es mir nicht? Hm? Ich darf nicht. Ich will es ja, aber ich darf es nicht. Oh, Sie sind der Teufel. Sie sagen es.